des Tiber. Ja. Also Tiber ist Tiberius, ne? Das, um das klar zu machen. Jetzt verließen den Tiber Körper und Kräfte, nur die Verstellung nicht. Noch immer das harte Herz, noch immer das Gesuchte in Reden und Mienen. Zuweilen nahm er erzwungene Munterkeit an, um die sichtbarste Entkräftung zu hehlen. Und nach öfterer Veränderung des Aufenthalts blieb er endlich am mycenischen Vorgebirge auf einem Landhaus, welches vordem Lucullus besessen hatte. Daselbst entdeckte sich die Annäherung seines Endes auf folgende Art. Es war ein vorzüglich geschickter Arzt bei ihm mit Namen Charikles, der zwar seine Gesundheitsumstände nicht eigentlich zu besorgen hatte, aber doch sich zuweilen konsultieren ließ. Dieser unter dem Vorwand, in eigenen Geschäften zu verreisen, fasste seine Hand, als wenn er sie küssen wollte, und fühlte ihm nach dem Puls. Tiber aber merkte es und ließ, vielleicht wirklich aufgebracht, seinen Unwillen desto mehr zu bergen, vom frischen Auftragen, und blieb ungewöhnlich lange bei Tafel, als ob er es seinem abreisenden Freund zu Ehren täte. Charikles indes versicherte den Makro, dass er schwach werde und es nicht über 2 Tage mehr treiben würde. Makro ist der Freigelassene. Der praktisch erste Privatsekretär. Von dem Augenblick an wurde unter den Anwesenden schleunig Abrede genommen und Eilboten an die Legaten und Armeen abgefertigt. Am 16. März überfiel ihn eine Ohnmacht und man hielt ihn für tot. Schon trat Cäsar unter dem Gedränge der Glückwünschenden hervor, die Regierung zu übernehmen. Caligula Cäsar, ja. Ja. Mhm. Wobei der hier die Eigenheit hat, immer K zu schreiben, wo normalerweise C steht. Die Regierung zu übernehmen, als es plötzlich hieß, Tiber bekomme Sprache und Gesicht wieder und man rufe den Bedienten, dass sie Speisen bringen sollten, den Geschwächten zu stärken. Das verbreitete allgemeines Schrecken, die anderen verloren sich und jeder stellte sich bekümmert und unwissend. Cäsar, also Caligula, stand sprachlos und erwartete statt der höchsten Aussichten seinen Fall. Makro, unerschüttert, gab Befehl, den Alten mit Decken zu ersticken und jedermann von der Tür zu entfernen. Solches Ende nahm Tiber im 78. Jahr seines Alters. Seltsame Bräuche. Ja, sag mal, du bist bei Stalin. Das beschleunigt worden ist. Ja. Glaubst du eigentlich, dass das alles wahr ist? Ach, glaube ich schon. Das ist ja geschrieben von einem Tendenzautor der nächsten Kaisergeneration. Ja, unser Belehrung. Ich halte es für die vorzügliche Aufgabe der Geschichte. Das ist Fantacitus. Ja, ja. Was schreibt er da? Ich halte es für die vorzügliche Aufgabe der Geschichte, dafür zu sorgen, dass die Tugenden nicht vergessen werden und dass schlechtes Reden und Tun bedroht sei durch die Furcht vor Nachwelt und Schande. Und zwar nicht der Geschichtsschreibung, sondern der Geschichte. Ja, ja. Die Geschichte selber ist ein Lehrmeister. Mhm. Ist das ja vielleicht nicht das Selbstbewusstsein der Geschichte. Also vielleicht will die das gar nicht oder macht das gar nicht. Ja. Und insofern kann es natürlich sein, dass diese Kaiser nicht diese Scheusale sind. Wie würdest du das angehen? Es gibt keine Gegendarstellung eigentlich. Nein, es gibt keine Gegendarstellung. Obwohl das auch nichts besagt. Piuttosto che subirla. Quale più chiaro esempio di Annibale stesso? Io lo costringerò a combattere nel suo paese, dove premio della vittoria sarà Cartagine e il dominio del mare. Riposi al fine questa tribolata Italia, e siano piuttosto le insegne di Roma sotto le mura di Cartagine,
e non le sue sotto le nostre. E senta finalmente Cartagine il peso di un esercito romano nel suo territorio. Senatoren, ich bitte um Ruhe. Lassen wir doch Minutius weitersprechen. Bitte, Minutius. Ich wiederhole, ein ausgemachter Dummkopf wäre derjenige, der es versuchen sollte, die Alpen mit Tausenden von Soldaten und 50 Elefanten zu überschreiten. Und das mitten im Winter. Glaubt mir, wir haben eher Grund, uns zu freuen, als uns darüber zu beunruhigen. Und wir sollten den Göttern Dank sagen. Denn noch bevor unsere Legionen diesem anmaßenden Barbaren zum Kampf gegenübertreten, wird der Schnee und die eisige Kälte sein Heer stark geschwächt haben, ohne dass wir auch nur einen Mann verloren hätten. Ja, das wird sein Untergang sein. Nur ein Dummkopf würde sowas wagen. Und die Karthager, denen es trotz aller Strapazen gelingt, dieses tödliche Wagnis zu überstehen, werden am Ende ihres Weges so erschöpft und ausgezehrt sein, dass sie an der Grenze von unseren Truppen wie welkes Raub zusammengefegt werden. Jawohl, unsere Grenzregionen werden sie niedermachen. Hannibal, wir sind Senator! Meine Truppen sind aufgerieben. Ich bin gern bereit, mich von dir belehren zu lassen, Minutius. Es ist durchaus möglich, dass ich mich täusche. Aber ich habe den Eindruck, dass unsere alpine Legionen vollauf damit zu tun haben, den Galliern die Stirn zu bieten. Und jetzt sollen sie es auch noch mit Hannibal aufnehmen. Vergiss nicht die Armee Scipios. Wir schicken sie zur Verstärkung. Das glaube ich. Aber das nützt nichts. Er hat vier Legionen. Ich fühle mich im Namen aller gekränkt. Unser Quintus Fabius scheint ja ebenso wenig Vertrauen in Rom zu haben wie in sich selbst. In wenigen Jahren hat Hannibal ganz Spanien erobert. Und dies nicht so sehr durch Soldaten und Waffen, als vielmehr durch kluge Diplomatie. Einem Mann von seinem Format wird es auch gelingen, ein Heer über die Alpen zu führen, auch wenn uns das heute unmöglich erscheint. Ich nehme an, der Punier würde sich sehr geschmeichelt fühlen, wenn er wüsste, was für einen glühenden Bewunderer er in dir hat. Senatoren, hört mich an. Ich bringe eine Nachricht. Ich bitte um Ruhe. Hannibal marschiert mit seinem ganzen Heer über die Alpen. Was? 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 Unsere Truppen fliehen. Die Garnisonen sind in Auflösung. Leistet denn niemand Widerstand? Rutario ist der Einzige. Auf Rutario ist doch sonst nie Verlass gewesen. Se noi non consentiamo la tua proposta, ti appellerai al popolo. Farò quello che sarà utile alla salute della Repubblica. Non so quanti di noi siano d'accordo sul tuo modo di salvare la Repubblica. I disegni di Scipione hanno portato alla conquista della Spagna. E gli ha distrutto quattro eserciti. Scipione non pensa che alla sua potenza. E gli pensa la potenza di Roma. Abusa del favore del popolo.
17enne Alficino. I dei vollero che salvassi mio padre dalla furia dei cavalieri cartaginesi. Nessuno avrebbe potuto farmi credere che 15 anni dopo Annibale sarebbe stato ancora in Italia. La tattica temporeggiatrice del dittatore Quinto Fabio Massimo e l'eroica resistenza di Roma hanno certo domato Annibale riducendolo nel bruzio, ma non hanno scongiurato la minaccia. È tempo che Roma sia liberata per sempre da questo pericolo. Ed è mio convincimento, padri coscritti, che per vincere e terminare la guerra non resti altra via che passare con l'esercito in Africa. Anche cacciato Annibale dall'Italia, non sarà finita la guerra, sinché Cartagine, vera origine di questa, non sia definitivamente debellata. Se voi, padri coscritti, non mi vorrete ostacolare, vedrete che al mio sbarco sul suolo africano seguirà presto la partenza di Annibale dall'Italia. Ho detto. Bene. L'ambizione lo perderà. Catone non se l'aspettava. Ja, was ganz schwer auszumachen ist, ist der Übergang von der Chronik zur Literatur bei Tacitus. Natürlich ist das Literatur. Und das geht bis in den Stil und in die Syntax. Also im Verhältnis zu Livius zum Beispiel, der noch ein reiner Chronist ist, oder jedenfalls den Gestus des Chronisten hat, ist der Tacitus schon ein Manierist. Und es ist bei ihm schon wie bei Ovid auch zu sehen ein Genuss an den Schrecken, die er beschreibt oder auswählt. Warum hast du jetzt mir aufgetragen, ich soll mich mit Tacitus beschäftigen? Vor 2 Jahren hast du mir die Aufgabe gestellt, ich soll den lesen. Was war dein Grund? Was hast du dir dabei gedacht? Na, erstmal habe ich Tacitus ziemlich früh gelesen und ich glaube, das war auch ziemlich prägend. Und deswegen muss ich den auch lesen. Und deswegen musst du ihn auch lesen, natürlich, wenn wir was zusammen machen wollen. Aber nein, der Hauptpunkt ist, dass ich überlege jetzt gerade, ob es für mich nicht immer mehr ein ästhetisches Vergnügen war, Tacitus zu lesen, als ein historisches Interesse. Mich gehen ja diese Kaiser nichts an, die interessieren mich eigentlich auch nicht. Mich interessiert nur die, dass sie zu dem Tacitus geworden sind, zu diesem Text geworden sind. Und dieser Text so in der Mischung von Kolportage. Manier und ja, Kolportage, aber auch Lakonie. Der ist ungeheuer modern oder erscheint mir sehr modern, kommt mir sehr nahe. Und dieser Lakonismus und dieser Manierismus ist ja auch nur vielleicht eine Form, die es ermöglicht, Erfahrungen, die einen sonst sprachlos machen, noch mitzuteilen in Sprache. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass der Erfahrungsdruck, unter dem der Tacitus da steht, auch wenn er persönlich nicht in diesen Situationen gewesen ist, wie Seneca oder so, aber der Erfahrungsdruck war so stark, dass diese kristalline Form nötig war, um die Erfahrung überhaupt zu formulieren. Und das ist etwas, was also auch mit meinen Texten was zu tun hat, dass einfach ein Erfahrungsdruck ist, der zu Kondensation notwendig macht. Sonst, ich habe neulich einen Satz gelesen in dem Zusammenhang, fand ich den ganz interessant, wo sich irgendein Philosoph darüber wundert, dass Shakespeare nicht wahnsinnig geworden ist. Das war es eh nicht. Und er ist nicht wahnsinnig geworden,
weil er das Instrument der Metapher hatte zum Beispiel. Die Metapher im elisabethanischen Zeitalter, hast du mal formuliert. Was macht die? Sie macht möglich Erfahrungen, die man nicht begreifen kann, die man nicht auf den Begriff bringen kann, auch weil sie so, weil es so schnell, wegen der schnellen Aufeinanderfolge ganz unterschiedlicher Erfahrungen oder widersprüchlicher Erfahrungen, und die werden von der Metapher gebündelt und bewahrt, und der die Metapher prägt, wird davor bewahrt, unter diesen Erfahrungen zusammenzubrechen. Was ist eine Metapher? Das fällt mir ganz schwer zu definieren. Sag mal ein Beispiel. Es ist, ich will ein Beispiel sagen. Das ist jetzt von mir, also über einen Versuch, die Mauer in Berlin zu definieren, als Stalins Denkmal für Rosa Luxemburg. Das ist eine Metapher. Weil der Fluss, also in den Rosa Luxemburg geworfen wurde, ja, nicht? Ein Landwehrkanal, geht genau daran lang. Streckenweise, ja. Ja. Aber das ist ein Beispiel, glaube ich, für eine elisabethanische Metapher. Also Stalins Denkmal für Rosa Luxemburg. Ja. Du schreibst da in dem betreffenden Text, dass wenn die Geschwindigkeit der Erfahrung zu schnell wird für Menschen, sie nicht mehr direkt aufnehmen können, sondern sie sich ein Seitenbild machen, also gewissermaßen einen Cousin, einen Neffen des wirklichen Ereignisses erzeugen. Ja? Und über diese Beugung, ja, indem sie sozusagen die Wirklichkeit mit in mehreren Chiffren nebeneinander stellen, indem sie streuen gewissermaßen, machen sie... Vor allem zur Metapher gehört ja auch strukturell, dass Dinge zusammengerissen werden in eine Formulierung oder in ein Bild, die absolut nicht zusammengehören. Also zum Beispiel Stalin und Rosa Luxemburg kann man nicht als Liebespaar betrachten. Der Sijan war der Hauptratgeber von Tiberius, ich glaube der Chef der Prätorianer, also sowas wie Beria für Stalin vielleicht. Der von einem Tag auf den anderen gestürzt wurde. Auf den anderen gestürzt wurde, aber nach dem Tod von Tiberius, glaube ich. Nein, er wird von Tiberius gestürzt. Von Tiberius noch, ja, doch, stimmt. Ja. Ja. Und werden seine Kinder auch zum Tode verurteilt. Das sind Minderjährige. Seine Tochter ist aber noch Jungfrau, und es gibt eine juristische Sperre, dass eine Frau darf nicht getötet, also zu Tode gebracht werden, bevor sie mannbar ist. Also muss der Henker sie vergewaltigen, bevor er sie erdrosselt. Das ist die geschieht. Geschichte. Ja. Das geschieht. Ja. Und auf diese Weise wird die Rechtsordnung gewahrt und eigentlich auch gleichzeitig vergewaltigt. Aber der Kaiser hat nicht die Macht, die Rechtsordnung völlig zu brechen. Nee, also auf dem Papier jedenfalls muss alles in Ordnung sein. Nachher wurde beschlossen, auch die überbliebenen Kinder Sejans zur Strafe zu ziehen. Obgleich die Erbitterung des Volks sich bereits gelegt hatte und die meisten durch die seitherigen Hinrichtungen besänftigt waren. Sie wurden also ins Gefängnis gebracht. Der Sohn begriff, was ihm bevorstand. Das Mädchen wusste so wenig davon, dass sie oft fragte, was sie verbrochen habe, wo sie hin solle. Sie wolle es nicht mehr tun, man könne sie ja mit der Rute abstrafen. Gleichzeitige Schriftsteller berichten, weil es für etwas Unerhörtes sei gehalten worden, ein unmannbares Mädchen mit der Triumviralstrafe zu belegen. So habe der Henker ihr mit dem Strick um den Hals erst beiwohnen und dann beide erdrosseln müssen, worauf diese Kinderleichname noch an die Gemonien wären geworfen worden. Triumviralstrafe, das ist... Das war Thank you.
In der Überzahl. Gott wird unsere Schwerter führen. Thank you.
Warum weinst du, Antonio? Hast du Angst vorm Sterben? Nein, nein, ich habe keine Angst davor. Es wird alles gut. Wir beide werden jetzt ein neues Leben beginnen. Ja, wir beide. Das Wichtigste, das sind die Zeugnisse der antiken Grammatiker. Wir haben sowohl von Rhetorikern, aber also vor allem Grammatikern, das heißt praktisch Philologen, Linguisten, haben wir eine ganze Reihe von expliziten Nachrichten über die antike Aussprache, wo also richtig auch die einzelnen Laute beschrieben werden, wo Abweichungen der Aussprache diskutiert werden, Anleitungen zur richtigen Aussprache gegeben werden, Ortho, Epi. Und das Wichtigste ist da ein Lehrgedicht von einem afrikanischen Dichter, Terentianus Maurus aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Komischerweise kaum bekannt, das ist ein ganz, ich habe ihn hier dabei, die letzte wissenschaftliche Ausgabe ist schon über 100 Jahre alt. Man interessiert sich nicht sehr für ihn. Ist ein witzigerweise von einem Mann verfasst, der selber das Lateinische nicht als Muttersprache kannte, es nur als Fremdsprache gelernt hat und der sich für die Aussprache besonders interessiert und ein Lehrgedicht schreibt über sowohl die Aussprache der einzelnen Laute als auch über Silben und Metren. Das schließt sich an, aber interessant für uns ist vor allem mal der erste Teil über die Laute. Und da gibt eine genaue Beschreibung aller einzelnen Vokale und Konsonanten und zwar in einem Versmaß, das lustigerweise besonders lasziv ist. Also ein Widerspruch zwischen dem trockenen Inhalt und einem ausgesprochen fast lasziven Rhythmus, den er hat. Elementa rudes quae pueros docent magistri. Eine Swinging, wie wenn Sie eine Phonetik im Swinging-Rhythmus vortragen. Eine witzige Idee von ihm. Und so beschreibt er uns also sehr genau die einzelnen Laute, sodass wir da, was die Einzellaute angeht, eigentlich am besten über die lateinische Aussprache informiert sind. Bei anderen Problemen wird es schwieriger. Sie haben vorhin Quamquam ausgesprochen. Ja, nicht? Quamquam ich heißt... Ich habe es nicht ganz korrekt vorher ausgesprochen. Ja. Und wie Quamquam, obwohl. Ja, obwohl. Und wie haben Sie es ausgesprochen? Ich habe es vorher nicht ganz richtig. Müsste man am Schluss das M nur leicht klingen lassen und es leicht nasalieren wollen. Also Quamquam. Quamquam. Terentianus Maurus beschreibt nun, wie die einzelnen Vokale artikuliert werden. Nunc singula quam possidiant in ore sedem, ictus que suos concipiant et unterrumpant, ut quivaro versu blatarabo sotadeo. Das heißt, es will beschreiben, welchen Ort die einzelnen Laute im Mund haben und wie sie zu ihrem, das ist fast unübersetzbar, wie sie zu ihrem Ictus, zu ihrer modernen Schwingung, zu ihrer Anspannung, ihrer Kraft kommen. Aber auch der Text umstritten. Dies will ich so gut ich kann darstellen im sotadeischen Vers. Und da gebraucht er für darstellen das Wort, das man blatarabo, ich habe es nicht ganz korrekt gelesen, blatarabo, das Wort, das man üblicherweise für den Kamellaut verwendet. Also er ist wie ein Kamel, weil er ja aus Afrika stammt, äußert er sich in diesem, mit den Tieren seiner Heimat gewissermaßen. Jetzt kommt die Beschreibung des A. Ganz raffiniert. A prima sonum littera sic ab ore sumit, immunia rictu patulo tenere labra, linguamque neces est ita pendulam reduci, ut nisus in illam valeat subire vocis, nec partibus ulis aliquos ferire dentes. Also, der Buchstabe A
nimmt folgendermaßen seinen Laut vom Munde aus, geht folgendermaßen vom Munde aus. Man muss die Lippen unbeschäftigt weit geöffnet lassen, A, und die Zunge so weit freischwebend zurückführen, dass die Erschütterung des Lauts fähig ist, auf sie überzugehen. Das ist also offenbar, wenn ich es recht verstehe, ist da gemeint diese Schwingung, die wir fühlen, wenn wir ein A sagen, ein leichtes Vibrieren. Das ist dieser Nisus, der auf die Zunge übergeht und heißt dann weiter, sie darf an keiner Stelle die Zähne berühren. Also sie beschreibt so gut man nur kann ein A. Ein lateinisches A. Ein lateinisches A. Superalta vectus atis scelleri rate maria prodiot nemus citato cupite petetetit ad it quabaca silvis redimita loca de ai stimulatus ibi forrenti rapie vacus animi dei vol sitili acuto sibi ponda rasilice. Das ist der Moment, bis er entmannt ist. Und dann kommt dieses nachfolgende, enthält das ein langes Gedicht in diesem Rhythmus, enthält dann seine Klage. Zunächst mal, wie er in Verzückung die anderen Kybele-Priester anruft, mit ihm zusammen der Göttin zu dienen, durch die Wälder zu schweifen. Und dann kommt später die Klage, wo er dann am nächsten Morgen erwacht und sieht, was er getan hat, dass jetzt für ewig sein bisheriges Leben zu Ende ist. Aber es läuft der Rhythmus durch. Ich kann noch ein Stück jetzt lesen. Itacut relicta sensit sibi membra sine vero. Etiam recente terra sola sanguine maculans, nive iscitata capit manibus lebet panum, tipanum tuum qui bebe tua mater initia, quatiens que terga tauri teneris cavadigitis, canaraic suisa tortas tremebunda comitipus, agitita talta gallae cupiles nemora simul, simulite dindimena et nominae vaca pecora, aliena quae petentes velutexules loca, sectam me executa et duce memi comites, rapidum salum tulistis truculenta que pelagi et corpus evi rastis veneris nimi iodio hilarate raecitatis erruribus animum vor tardamente cetat simulite sequimini frigiat monci bebis frigiat nemoradiae ubi cimbalum. Mir fällt gerade eine Seltsamkeit auf bei Tacitus.
das aber gilt nicht nur für ihn, die kurzen Absätze. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für die Art der Erzählung, für den Duktus der Erzählung. Als ob es schon das Fragmente ist, sind zu Lebzeiten. Ja, ja, ja. Und vor allem, es sind Paragraphen. Und er teilt die Wirklichkeit, die er beschreibt, in Paragraphen ein. Und gleichzeitig aber sind diese Paragraphen im Gegensatz zu Livius, der ja auch Paragraphen hat, nicht vollständig erzählt. Er lässt aus. Mhm. Und die Auslassung ist sein Informationsmittel, das was er nicht erzählt. Er erzählt eigentlich ganz, ganz elliptisch. Und, und Livius erzählt seriell. Während zum Beispiel hier die Diskussionen, also er nimmt einen überflüssigen Satz, einige Schriftsteller erzählen. Damit relativiert er, es kann auch anders gewesen sein. Und dann kommt eine lange Debatte unter Juristen, über die sich auch ein Prinz, also der Kaiser, nicht hinwegsetzen kann. Über die Frage, darf man diese Kinder, ja, offenbar haben Interventionen stattgefunden, die wenigstens die Tochter retten wollen. Die Tochter wäre ja keine Bedrohung für den Kaiser. Die kann nicht Nachfolger ihres Vaters werden, irgendwie als Konsul oder irgend so etwas nach römischem Recht. Nein, hier muss die Grausamkeit auf die Spitze getrieben werden und auch diese Schwester muss getötet werden, denn die könnte ja einen Sohn haben.